auf der Habenseite die Sparer, die vielleicht ohne dies schon ein altes Sparbuch noch irgendwo rumliegen haben, weil dem Geld wegen und dem Zinszuwachs wegen ist das ja bisher auch nicht die allerbeste Idee gewesen. Das muss man zuletzt ja so sagen. Was ändert sich für die Sparer und für jene, die jetzt auf höhere Zinsen im Sparbereich hoffen? Ja, auch da muss man sagen, man kann keine generelle Aussage treffen, weil jeder hat unterschiedliche Sparbücher, wenn er sie schon hat. Es gibt unterschiedliche Bindungsvarianten und so weiter. Auch da ist es wichtig, ein Gespräch mit dem Bankberater oder der Bankberaterin zu führen. Aber ganz generell kann man sagen, natürlich, des einen Leid, des anderen Freud. Das heißt, diejenigen, die jetzt Kredite haben, für die wird es teurer. Diejenigen, die darüber nachdenken, Gelder zu veranlagen, auf Sparbüchern, die haben jetzt die Chance, endlich wieder, kann man sagen, nach vielen, vielen Jahren auch wieder Zinsen zu bekommen.